Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play 60 Seconds. Heute mal ohne Cam, denn ich bin erstens ein wenig krank und zweitens gerade erst aufgestanden. Und ja, deswegen ohne Cam. Aber das könnt ihr wahrscheinlich, denke ich jetzt mal, verkraften. Ja, wir machen noch einmal oder weiterhin Stuhl ranrücken. Gott. Überleben als kleiner Junge. Ich muss mein Mikrofon hier mal richten, so. Das sieht gut aus. Fehlt uns... Okay, Axt und Knarre fehlt uns. Ich habe mir keinen Zettel vorbereitet. Oh Mann. Yeah. Okay. Einiges an Wasser und Essen und so. Ja, gut. Wir vermissen den Freiraum. Okay. Das glaube ich dir sogar. Oh Gott. Alles okay mit den Menschen? Starten wir eine Expedition? Ja, komm, klar. Machen wir. Machen wir. Unsere Munition ist verschwunden. Ja. Wir benutzen die Taschenlampe. Lampe. Buch. Radio. Map. Ach, die beiden Kartensachen fehlen uns auch, stimmt. Axt. Koffer. Gewehr. Brett. Karten. Spray, Medi-Kit, Gasmaske, Schloss, Munition. Und genau, ich habe vielleicht herausgefunden, wie man das, Miracle? Dings, also das mit den Lausche den Stimmen von oben lösen kann. Aber das, ja. Werdet ihr sehen. Gasmaske, Map. Und sie bekommt noch nichts mit. Und sie geht dahin. Ja, gut, Dolores. Hau rein. So, was haben wir jetzt benutzt? Map. Taschenlampe. Koffer. Gasmaske. Gut. Okay, sie müssen jetzt etwas trinken. Gut. Ich weiß nicht, war das... Moment. Es war nicht irgendwie mal so... Kann kurz eine Weile dauern. Kann kurz eine Weile dauern. Ach ja. Es war nicht irgendwie so 1000 Mal aufs Radio klicken. So gefühlt. La 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 la. Okay. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Na, wie geht's euch so, Leute? Wie war euer Tag? Was habt ihr so Schönes gemacht? Also, ich hab bisher nichts getan. Bin aufgestanden, hab mir Kaffee gekocht, hab eine geraucht, bisschen COC gespielt, bin dann hochgegangen in mein Zimmer und hab angefangen aufzunehmen. Und hier sitze ich jetzt.
Okay, ich glaube, das bringt nichts. Es war nämlich eigentlich so an Tag 5 oder so. Nur Ted Wasser geben, aber es ist jetzt Tag 4. Ich versuch's einfach mal. Nur an Tag 5 nur Ted Wasser geben und an Tag 14 war auch noch irgendwas. Und ja. An Tag 5 nur Ted Wasser geben. Ich versuch's jetzt einfach mal so. Und an Tag 14 war das dann mit 1000 Mal aufs Radio klicken gefühlt. Deswegen versuchen wir das jetzt einfach mal. Ja. Okay. Also wenn die Dings da steht, diese Meldungen, mit dem überkrassen, oh mein Gott, sie brauchen unbedingt was zu ertrinken, können wir noch einen Tag warten? Okay. Merke ich mir. Merke ich mir. Radio benutzen. Radio. Wo hab ich's? Da hab ich's. Ted ist verrückt geworden. Cool. Hungrig. Okay. Ahem. Unbekanntes Tier in der Dunkelheit. Wir benutzen das Spray. Und das mit den, mit den Kakerlaken. Ich glaube, wir müssen durchgehend alle dieser Kakerlaken-Dings, ignorieren. Bis dann irgendwann, das ist zufällig, es kann Ewigkeiten dauern, es kann aber auch schnell kommen, ein Event kommt, also eine Sache kommt, wo wir die Axt für die benutzen können, soweit ich weiß. Aber, ja, wie gesagt, das ist rein zufällig. Und es gibt jemanden von den Banditen retten. Wenn unsere Familie entführt wird von den Banditen, das gibt es ja oft, dann kommt auch zufällig, rein zufällig, irgendwie zu einer kleinen eine Meldung, dass wir retten können. Dass wir sie retten können. Ist auch wieder nur eine kleine Wahrscheinlichkeit. Vier Flaschen Wasser und ein Brettspiel. Cool. Cool. Dolores ist ziemlich müde. Dolores sollte essen. Egal. Nö. So, was war das an Tag 15? 14 meine ich. Drücke ich einfach 1000 Mal gefühlt aus Radio nochmal. Hatten wir ja schon einmal. Könnte es böse für ihn enden. Okay, er kriegt jetzt was. Er kriegt jetzt etwas zu essen. Meine Güte. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Liegt daran, dass ich eben erst aufgestanden bin. Wundert euch also nicht. Und dass ich krank bin. Dolores hat kaum noch Kraft. Okay, sie braucht unbedingt etwas zu essen. Komm, heilen tun wir sie auch mal. Und jo, wir benutzen das Brettspiel. Hat wie es aussieht was gebracht, immerhin. Tag 13. Ja, beide kriegen etwas zu trinken. Ja. Wir hatten das Gefühl, etwas gegen unsere Inneneinrichtung tun zu müssen. Das Feng Shui ist in unserem Atomschutzbunker nicht im Keller. Während... Warte, was? Ach, ziemlich im Keller. Während wir die Sachen durch die Gegend schoben, fanden wir eine Geheimtür. Klar. Wie wenig die eigentlich in Bunker kennen, ey. Das ist echt krass. Und haben wir irgendwas dazu bekommen? Ich glaube nicht, oder? Auf Essen? Weiß ich nicht. Nö. Nö. So, es ist Tag 14. Yo, es hat geklappt. Was? Junge, ich hab das... Yo.
Was? Als ob. Ich stell das gleich noch mal für euch ganz laut. Alter, yo. Geil. Ja, fuck, was? Was? Es ist, wow, ziemlich nice. Wow, ich hätte irgendwie nicht erwartet, dass es klappt, aber okay. Also, Leute, merkt euch, an Tag 5 dürft ihr nur Ted etwas zu trinken geben und dann an Tag 14 müsst ihr ein paar Mal aufs Radio klicken. Dann sagen die auch irgendwas. Ich habe es gerade noch nicht ganz verstanden. Ich muss es nochmal lauter machen. Ted geht raus mit dem Koffer. Der, ja komm, Brettspiel, Map und Gasmaske. Nee, das Brettspiel haben wir eh schon benutzt, das heißt, das ist total doof. Benutzen wir mal das Buch? Nee. Doch, vielleicht bringt uns das noch ein bisschen mehr an Sachen rein. Das Medikit haben wir jetzt auch benutzt schon, stimmt. Das Buch. So, Schloss, Munition, Axt, Gewehr und Karten. Ja, Axtgewehr und Karten müssen wir erstmal noch haben. Okay, Dolores ist mit einer Krankheit zurückgekommen. Hä? Okay. Ich weiß nicht, warum Dolores mit einer Krankheit zurückgekommen ist. Denn sie war ja nicht mal draußen jetzt noch ein zweites Mal, aber gut. Ist okay. Ja. Warum? Aber egal, wir haben das Miracle Achievement. Ah. Dolores hat kaum noch Kraft. Wenn sie nichts isst, wird sie den morgigen Tag nicht überleben. Ja, Militär sendet wieder. Die ersten Schritte sei es, bleibende überlebende Orte zu finden. Zu orten, so. Ein Flugzeug. Ah, cool, okay, wir benutzen die Taschenlampe, ja. Vielleicht werden wir auch noch gerettet. Das wäre auch noch ziemlich cool. Hat ausgeschlafen. Schön. Würde gerne etwas essen. Jetzt nicht. Nö. Benutzen wir jetzt nicht. Okay. Soll eine ganze Weile nichts mehr gegessen? Sollte was trinken? Ja, nee, jetzt nicht. Morgen kriegst du was zu trinken, Dolores. Morgen. Aha. Ganze Weile nicht mehr gegessen, immer noch. Okay, aber trinken kriegt sie. Ja, toll. Wir könnten die Axt benutzen, hätten die Axt benutzen können, aber nee, wir haben eine Axt. Nice. Und Ted ist krank geworden. Das ist jetzt schlecht. Aber Essen und Trinken und eine Axt. Yo. Ah. Nö, wir brauchen keinen Anruf von der Telefonzelle. Ah, Mensch. Krank sein ist echt schlimm, Leute. Wisst ihr das? Warte, was? Die Ruhe und der Frieden in unserem Bunker wurden heute durch Dolores plötzliches Aufspringen und Verfluchen des Radios gestört. Wir haben sie gebeten, sich wieder hinzusetzen und sich zu entspannen. Das Radio war nicht mal an, aber sie sagt die ganze Zeit, dass sie Stimmen aus den Lautsprechern kommen hört. Offensichtlich gehören sie jemand ziemlich Unhöflichem, da Dolores das Kästchen mit den kreativsten Beleidigungen und vereinzelten Schreien wie bekommst du meine Dosen nicht oder wie kannst du nur so über meine Mutter reden? Dolores hat die Auseinandersetzung gewonnen, indem sie das ungezogene Radio auf den Boden gepfeffert hat. Erst dann hat sie sich mit triumphierendem Blick still zurück auf ihren Stuhl gesetzt. Das war ziemlich verstörend, aber wenn wir ihren Zorn nicht auf uns ziehen wollen, ist es womöglich besser, das Geschehen in Dolores Gegenwart nicht wieder zu erwähnen. Jo. Starten eine Expedition, klar.
Nee, wir müssen ihn mit der Axt zeigen, wo der Hammer hängt. Wo die Axt hängt. Voll witzig, oh mein Gott. Ja. Vergiss, was ich gesagt habe. Was? Nicht die Gasmaske. Ja, Dolores kriegt was zu essen. Ja, komm, sie kriegen beides. Dolores geht raus mit dem Koffer. Was fehlt uns noch? Munition, Axtgewehrkarten. Und Schloss, ja gut, dann geht sie mit der Munition raus. Und der Karte, klar. Karte und sie geht noch dort, würde ich sagen. Dort ist ein guter Fleck. Dort ist ein guter Fleck. Oh, wieso kriege ich denn die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten, Mann? Hört mal auf. Meine Güte. Ja. Wir bräuchten ein Medikit. Das wäre ja ziemlich vorteilhaft. Oh, Mann. Törichte Gedanken sind das eine, ja. Gut. Nö. Wir haben nicht mal eine Waffe. Es kann auch sein, dass wir... Ich denke nicht, dass wir es mit dem Gewehr machen müssen. Nee. Nö, gegen den Mülleimer tun wir jetzt auch noch nichts. Wow, das ging schnell, Dolores. Aber sie hat nicht mal ein Gewehr mitgebracht. Aber Alter. Alter. Was? Trinken. Junge. Was? Alter! Okay. Würde liebend gerne etwas essen, hungrig und, ja. Trinken kriegt er. Können keine Expedition starten. Nein, unsere Familie ist nicht das Wichtigste. Ja, gut. Habe ich nie gesagt. Ich habe das Gefühl, meine Stimme kackt total ab, ey. Mal sehen, wie sich das anhört, so auf der Aufnahme. Im Gegensatz zu meiner anderen Stimme. Also zu. Sonst, wenn ich nicht krank bin. Weil ich habe das Gefühl, meine Stimme ist voll am Abkacken. Ja. Kriegen sie beides noch nicht. Yo! Ja! Was? Oh! Geil! Medikit! Ja, gut. Egal, wir haben ein Medikit. Ja, Ted kriegt Essen und Trinken und ein Medikit. Oh, geil. Ja, wir können die Gasmaske reparieren. Als ob, Mann. Was ist das für ein Spiel schon wieder? Es worked einfach. Holy. Ted darf jetzt nur nicht komplett verrückt werden, sodass er nicht mehr gerettet werden kann. Das wäre nämlich echt schlecht. Wenn er dann abhaut, weil zu verrückt und so. Nö. Okay. Die Tür geschlossen zu halten war die richtige Entscheidung, aber die Spannung in unserem winzig kleinen Bunker wachsen. Hä? Die Übersetzung ist echt komisch manchmal. Ja, wir warten noch einen Tag mit beidem. Oder mit Trinken. Wir haben so viel Trinken, Mann! Und so viel Fuck! Alter! Scheiße! Wir können Ewigkeiten überleben, solange Ted das aushält. Ja, Ted kriegt Trinken. Nein. Vielleicht sollten wir echt doch langsam was gegen die tun. Ich habe nicht das Gefühl, dadurch könnte Ted schnell krank werden. Nö. Was müssen wir nur noch benutzen? Axt, Gewehr, Karten und Schloss. Das kann ich mir... Nein! So viel. Ich will... Aber... Nicht... Nein! Oh Mann!
Nein! Fuck! Nicht dein Ernst! Ende. Okay. Das war eine kurze Runde. Was zur Hölle? Moment. Trotz seiner verzweifelten Versuche und alles Mögliche. Achso. Ted konnte dem Wahnsinn, der auf ihm saß, nicht länger widerstehen. Echt jetzt? So verrückt war er noch gar nicht. Egal. Warte, Tag 14. Steht bei Tag 14 irgendwas mit? Was ist in der Kiste? Nein, schade. Schade. Wir hören Dinge. Sofort aber Tag 12. Schade. Egal, wir haben das Achievement Miracle freigeschaltet. Ich kann es auch gleich nochmal zeigen, dass es jetzt gerade, oder dass es vorhin freigeschaltet worden ist. Kann bis zu 737 Jahre aufbewahrt werden. Yay. Das ist aber langes. Alter. So, was fehlt jetzt noch? Wir müssen den Konrad-Style. Okay, gehen wir der Liste durch? Ich weiß es nicht, nein. Ich glaube, Konrad-Style hätte ich Bock als letztes zu machen. Zerstöre oder alles, benutze alles in deinem Bunker. Genau. Guck ich mal nochmal nach, wie ich das richtig mache. Da war es, das habe ich, ich bin der Meinung, da war es auch noch irgendwie, dass du nicht wirklich alles benutzen musst, sondern Radio, Karte, Gasmaske, Medikit, Buch, Taschenlampe? Weiß nicht, ich guck nochmal nach. Genau, das ist das mit den Kakerlaken, wo dieses Event kommt vielleicht. Selten aber, ne? Ja, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Das dauert Ewigkeiten, weil ich da erstmal so weit kommen muss. Und das schaffe ich, glaube ich, nur bei Konrad-Style. Wenn wir das bis dahin schaffen, meine ich. Da! Hier seht ihr, so sieht's aus. Wunder. Lausche den Stimmen, die nicht von dieser Welt sind. What the fuck, ey. Ohne Witz. Gut, ja, das müssen wir noch machen, das müssen wir noch machen, das müssen wir noch machen. Handel abschließen ist ja auch okay, kann ja noch ein bisschen dauern. Das ist auch eins der schwierigsten. Neinsager geht noch. Und das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen muss. Jeden Stein umdrehen. Keine Ahnung. Und das ist... ich weiß nicht, was das ist. Ich denke immer noch, dass das mit den Zwillingen... Egal, Leute, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Hallo, meine lieben Freunde, willkommen auf das Endcard von Let's Play 60 Seconds. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und dieses Video bewerten. Oben links kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Don't just stand there, Ted. You've got 60 seconds.